Heute schauen wir uns kurz und knapp an, wie du mit Scalable Capital ETFs kaufen oder einen ETF-Sparplan einrichten kannst. Das ist relativ einfach, aber wenn du dir sicher sein willst, dass du auch wirklich alles richtig machst, dann ist dieses Video für dich. Falls du neu hier bist, mein Name ist Armin, ich bin Ingenieursdoktor und MBA. Und auf diesem Kanal dreht sich alles um persönliche Finanzen, Investieren und finanzielle Unabhängigkeit. Zunächst vorab, Scalable ist eine wirklich grandiose Plattform, über die ich schon mehrere Jahre meine ETF-Investments laufen lasse. Solltest du noch kein Depot bei Scalable haben, könnte dich mein Video interessieren, wie man mit Scalable ein Depot eröffnet. Und wenn du dabei über den Link unten in der Videobeschreibung gehst, dann kannst du diesen Kanal ein klein wenig unterstützen, denn dann erhalte ich bei deiner Depoteröffnung eine kleine Provision, ohne dass dir dadurch ein Nachteil entsteht. Zurück zu Scalable, denn du sitzt jetzt wahrscheinlich vor deinem Bildschirm und willst wissen, wie du endlich einen ETF kaufen kannst. Und das Ganze funktioniert entweder über deinen PC zu Hause oder über die Handy-App. Ich werde das jetzt hier in meinem Computerbrowser vorführen, aber auf dem Handy funktioniert das sehr, sehr ähnlich, denn die App ist auch wirklich klasse. Wir werden jetzt erst über ETF-Einmalanlagen sprechen und später dann über das Einrichten eines Sparplans. Nach dem Einloggen siehst du erstmal dein Cockpit mit dem Depotstand. Klicken wir jetzt auf den Broker, sehen wir unseren Portfoliowert und weiter unten die ETFs, die wir haben und die wir mithilfe der Watchlist beobachten. Und für die Einmalzahlung ist erstmal dein verfügbares Guthaben wichtig. Hier sehen wir, ich habe aktuell noch 5 Cent drauf, damit werde ich leider keinen ETF kaufen können. Denn du kannst bei Scalable nur über dieses Guthaben Anteile kaufen. Heißt, wenn du nicht genug Guthaben hast, musst du erst einzahlen. Dazu gehen wir auf Zahlungen und du hast nun 3 Möglichkeiten, wie du einzahlen kannst. Als erstes hätten wir die Methode schnell per Überweisung. Wenn du hier drauf klickst, werden dir Kontoinformationen angezeigt, wo du dein Geld hinüberweisen musst. Wichtig ist, dass das nur von deinem hinterlegten Referenzkonto möglich ist. Das Geld ist dann üblicherweise nach 1 bis 2 Bankarbeitstagen da. Etwas bequemer ist die Lastschriftmethode, wo dein Geld automatisch eingezogen wird. Das ist zwar unaufwendiger, aber das Geld ist erst nach 3 bis 4 Bankarbeitstagen zum Handeln verfügbar. Hast du kein Guthaben und willst sofort traden, kannst du auch die Instant-Methode wählen. Hier wird dein Geld sofort von deinem Referenzkonto eingezogen und ist dann direkt zum Handeln verfügbar. Allerdings kostet diese Methode einen Aufschlag. Im Free Broker aktuell zum Beispiel 0,99% des Einzugsvolumens bis 5.000 Euro. Darüber ist jeder weitere Euro gebührenfrei. Wichtig ist, dass Instant nur an Börsenhandelstagen, Montag bis Freitag von 8 bis 22 Uhr funktioniert. Hast du denn endlich Guthaben bei Scalable, kannst du einen ETF kaufen. Ich habe auch schon mal ein Video zum Thema gemacht, wie man den richtigen ETF auswählt, das du dir unbedingt anschauen solltest, um hier genauer Bescheid zu wissen. In diesem Video gehe ich allerdings davon aus, dass du schon weißt, wie man bei der ETF-Produktauswahl vorgeht. Du kannst hier bei Scalable zur ETF-Selektion entweder auf die ETFs in deinem Portfolio oder deiner Watchlist klicken und von hier aus weitermachen. Oder du benutzt die Suche. Hier kannst du jetzt zum Beispiel nach ETFs filtern und weiter unten noch weitere Einstellungen vornehmen. Wenn du dich allerdings schon etwas auskennst, kannst du den Index oder ETF, den du suchst, auch direkt oben eingeben. Wir suchen jetzt hier zum Beispiel mal nach MSCI Emerging Markets und sehen hier viele ETFs, die diese Wörter im Namen tragen. Wichtig ist, dass du jetzt nicht irgendeinen von diesen ETFs nach dem Namen kaufst, sondern dich mit dem Produkt im Detail auseinandersetzt. Dazu kannst du einfach mal auf das Produkt, das dich interessiert, klicken und du siehst weiter unten schon mal die wichtigsten Stammdaten. Auch findest du hier das Basisinformationsblatt, welches du durchlesen solltest. Und ganz schick finde ich auch noch den Link zum Produkt bei JustETF. Das ist nämlich die Plattform, die ich auch selbst zum ETF-Suchen verwende. Hier würden wir dann auch noch mehr Informationen finden, etwa das Factsheet und weitere Sachen. Bevor du ein Produkt kaufst, solltest du auf jeden Fall alle relevanten Dokumente auf JustETF und beim ETF-Anbieter durchlesen und verstehen, wie dein Produkt genau funktioniert und wie es aufgebaut ist. Wenn du kaufen oder verkaufen willst, siehst du hier die 2 Buttons, die nur zu Börsenzeiten aktiv sind. Wenn du auf Kaufen gehst, kannst du entweder einen Zielbetrag oder eine Stückzahl der Anteile angeben. Wichtig ist, dass du nur ganze Anteile kaufen kannst. Oben können wir auch noch die Börse auswählen und auch gleich die Order- und Handelsplatzgebühren sehen. Klicken wir jetzt auf Order vorbereiten, können wir noch einen Stopp oder Limit hinzufügen. Beide Dinge sind optional. Bei Stop wird die Order erst ausgeführt, wenn ein bestimmter, von dir festgelegter Kurs erreicht wird. Limit bedeutet hingegen, dass du einen Höchstbetrag eingibst, den du maximal bezahlen willst und falls der Kurs aktuell höher wäre, wird die Order nicht ausgeführt. Wenn du bei Limit nichts einträgst, setzt Scalable automatisch ein Limit von 5%, analog zur Beschreibung hier. Führen wir die Order jetzt aus, erscheinen die Anteile dann zeitnah in unserem Portfolio und wir können bei einem Klick auf die Position dann auch nochmal nachverfolgen, zu welchem Kurs wir jetzt genau gekauft haben.
und auch, was der aktuelle Kurs ist. Das war die Einmalzahlung, kommen wir jetzt zum Sparplan. Und ETF-Sparpläne sind bei Scalable besonders günstig, denn hier ist die Sparplanausführung ab einem Volumen von 1 Euro pro Sparrate kostenfrei und zwar laut Scalable nach wie vor dauerhaft. Ob das für immer so bleibt, weiß man natürlich nicht, aber aktuell ist dieser Preis wirklich unschlagbar. Beim Sparplan kaufst du regelmäßig und für die meisten von uns wird das monatlich bedeuten, für einen festen Betrag ETF-Anteile. Die Vorgehensweise, um so einen Sparplan einzurichten, ist erstmal genau gleich wie zuvor. Zunächst suchen wir uns wieder einen ETF aus und informieren uns ausführlich über das Produkt. Und wenn wir uns dann sicher sind, dass wir einen konkreten ETF besparen wollen, klicken wir auf die Produktseite und dann auf Jetzt einrichten. Im nächsten Fenster können wir unseren Sparplan jetzt weiter einstellen. Wir müssen ganz oben unsere Sparrate eingeben und weiter unten die Häufigkeit, wie oft unser Sparplan ausgeführt werden soll. Also zum Beispiel monatlich, alle 2 Monate oder wie oft auch immer. Bei Zahlungsart können wir zwischen SEPA-Lastschriftmandat oder Guthaben wählen. Hier würde ich aufgrund der Einfachheit Lastschrift empfehlen, denn ansonsten müssten wir Monat für Monat immer vor der Sparplanausführung Geld aufs Depot überweisen. Lastschrift ist hier definitiv die einfachste Methode und hierbei wird das Geld, analog zum Statement hier auf der Scalable Homepage, 2 Geschäftstage vor der Sparplanausführung eingezogen. Aus diesem Grund solltest du auch bei Datum, wo du den Tag der Sparplanausführung auswählen kannst, eventuell nicht den 1., sondern meinetwegen den 7. oder einen späteren Tag des Monats nehmen. Zumindest, wenn du deine Gehaltszahlung für die Sparrate benötigst. Denn wenn der Sparplan am 1. des Monats ausgeführt wird, wird das Geld ja bereits ein paar Tage zuvor von deinem Konto abgebucht. Und wenn dein Gehalt eben sehr knapp eintrifft, dann könntest du eventuell dein Konto ein paar Tage überziehen. Und um das zu vermeiden, solltest du einfach ein paar Tage Puffer einbauen. Neu ist hingegen die Einstellung Inflationsanpassung. Und hier wird deine Sparrate automatisch von Rate zu Rate gesteigert, und zwar in der Geschwindigkeit, die du hier angeben kannst. Bei einer Anfangsrate von 100 Euro und einer Anpassung von 3% pro Jahr würde die erste Rate mit 100 Euro ausgeführt werden und die darauf folgende mit 100 Euro und 25 Cent. Und die Rate würde eben immer größer werden, nach einem Jahr eben 3% mehr, also 103 Euro. Bevor du jetzt auf Sparplan aktivieren gehst, siehst du hier noch das Datum der ersten Ausführung. Und wenn du jetzt auf Aktivieren klickst, dann ist der Sparplan erfolgreich eingerichtet. Den Sparplan können wir dann auch jederzeit in unserem Portfolio einsehen, ihn abändern oder löschen. Es sei noch erwähnt, dass im Sparplan auch Bruchstücke von ETFs, also zum Beispiel 13,685 Stück oder sowas ähnliches, gekauft werden können. Das heißt, deine Sparrate wird so gut es geht ausgereizt. Jetzt weißt du, wie man bei Scalable ETFs kauft oder einen Sparplan anlegt. Und falls du, wie gesagt, noch kein Depot bei Scalable hast, interessiert dich vielleicht mein Video hier, in dem ich dir Schritt für Schritt erkläre, wie die Depoteröffnung bei Scalable funktioniert. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß beim Handeln. Wir sehen uns im nächsten Video.